Wenn der Tierpark Nymphea zum Sommerfest ruft, kommen die Besucher in Scharen. Jung und alt wurde am Wochenende einiges geboten. Der Aquariumsbereich wurde nach längerer Umbauphase nach einem Wasserschaden wieder für die Besucher freigegeben. Dort fand am Sonntag die Fisch- und Pflanzenbörse statt. Nebst Fischen von regionalen Züchtern konnten auch Schlangen besichtigt und erstanden werden. Der Andrang war dementsprechend groß. Wie Christoph Kesser von der Pressestelle des Tierparks erklärte, sei aber erst der öffentliche Bereich der Aquarien fertiggestellt. Hinter den Kulissen gibt es noch viel zu tun. Viele Mitglieder der Jugendgruppe des Tierparks haben mit ihren Begleitern auf dem Gelände gezeltet. Im Tierpark gab es einige Jungtiere zu bestaunen. Vor allem die Kitze beim Dammwild gefielen den jüngsten Besuchern. Im Tierpark arbeiten viele Ehrenamtliche. In den Jugendgruppen gibt es 34 Kinder und bei den Erwachsenenmitgliedern sind es rund 60 Aktive, die regelmäßig im Park mitarbeiten. Im Tierpark gibt es immer wieder was zu verbessern. Ein großes Projekt haben die Tierfreunde schon begonnen. Die Beschilderungen werden alle erneuert, damit die Besucher den Tieren noch etwas näher kommen können. Es war ein Sommerfest für alle Sinne. Viele Tiere ließen sich gerne streicheln, vor allem die Ziegen, wenn sie auf der Suche nach leckerem Popcorn waren. Die sommerlichen Temperaturen waren nicht zuletzt Garant dafür, dass das Sommerfest des Tierparks so gut besucht war.